Das Wort hat nun Eva Bulling-Schröter für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Linke lehnt den Regierungsentwurf für ein CCS-Gesetz weiterhin ab. Und wir halten, denn CCS ist ein gefährlicher und teurer Irrweg. Und genau aus diesen Gründen wenden sich nicht nur viele Bürgerinitiativen dagegen, wie zum Beispiel an der Nordseeküste, in der Altmark oder in Ostbrandenburg. Auch die Mehrheit der Umweltverbände kämpft gegen diese neue Bedrohung. Und jene wenigen Verbände, die CCS zumindest für prozessbedingte Emissionen der Industrie befürworten, möchte ich sagen, zur Erfüllung der Klimaziele benötigen wir kein CCS. Das hat gerade die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Anfrage bestätigt. Wenn wir aber CCS nicht benötigen, dann frage ich erneut, wozu wollen wir uns ein neues Endlagerproblem unter die Füße pressen? Reicht nicht das Dilemma um die Asse? CCS ist auch politisch ein falsches Signal. Denn es gilt zu beweisen, dass eine Industrienation wie Deutschland in der Lage ist, seine Wirtschaft emissionsfrei zu gestalten, und zwar ohne neue Langzeitprobleme zu schaffen. Das halte ich für wichtig. Stecken wir also das Geld, Grips, da hinein, wo es notwendig ist, Photovoltaik effektiver zu machen, preiswerte Stromspeicher zu entwickeln und einen sinnvollen internationalen Stromverbund für erneuerbare Energien zu befördern. Ohnehin wird die großtechnische Einsatzfähigkeit von CCS mittlerweile mit dem Jahr 2030 gehandelt. Liebe Kolleginnen, 2030, wenn es überhaupt noch kommt. Bis dahin aber werden die Erneuerbaren schon deutlich billiger sein als eine fossile Stromerzeugung mit CCS. Wir schmeißen also mit beiden Händen Geld aus dem Fenster. Und wem nützt das? Außer den Kohlekonzernen, frage ich Sie. Ein zentrales Problem von CCS bleibt die Gefährdung des Trinkwassers durch verdrängte Salzwässer. In der Anhörung letztens hat zwar der Vertreter des Geoforschungszentrums Potsdam behauptet, das wäre beherrschbar. Die Ergebnisse der Forschungsverpressung von CO2 in Ketzin hätten ergeben, dass die geologischen Barrieren halten werden. Komisch nur, dass eine Vertreterin der gleichen Einrichtung vor einiger Zeit erklärte, Ketzin eigne sich überhaupt nicht dazu, Aussagen über die Langzeitsicherheit der CO2-Lagerung zu machen. Geht gar nicht. Dort geht es allein darum, erst einmal Methoden und Instrumente zu entwickeln, um die Ausbreitung des CO2 im Untergrund besser verstehen zu können. Ja, und Herr Grischer von den Grünen hat mich ja in der letzten CCS-Debatte gefragt und darauf hingewiesen, auf die Rolle der rot-roten Landesregierung in Brandenburg, wie auch ein Herr von der CDU. Und darum heute nochmal. Ja, wir, die Bundestagsfraktion, halten die Position der Brandenburger Landesregierung für einen Fehler. Eine Technologie zu befördern, die weder nachhaltig noch wirtschaftlich ist, und das noch gegen den Widerstand der Bevölkerung, das ergibt für uns keinen Sinn. Allerdings möchte ich eine Frage an die Grünen stellen. Sind Sie nun eigentlich gegen CCS oder dafür? Bislang haben Sie sich zwar stets gegen CCS bei Kraftwerken gewarnt, aber gleichzeitig zur CO2-Verpressung für die Industrie bekannt. Sie Ihren Entschließungsantrag. Und ich frage mich jetzt, was? Wenn Sie für Industrie-CCS sind, dann können Sie natürlich nicht gegen Forschungs- und Demonstrationsspeicher sein. Denn dann würde es ja höchste Zeit auszuloten, ob eine Langzeitspeicherung gefahrlos möglich wäre oder nicht. Warum aber? Verkaufen Sie das dann in den Brennpunkten vor Ort als Kämpfer gegen die CO2-Speicherung? Sie können das beweisen, sowohl die SPD als auch die Grünen stimmen Sie unserem Antrag zu, dann wird die Bevölkerung vor Ort sehen, wo sie wirklich stehen. Danke.